aus Syrien. Ich musste hier in Wien Theater, Film und Medienwissenschaft studieren. Auf dem Plakat habe ich viele Bilder gezeichnet, wie eine Taube. Auf meine Muttersprache habe ich Azadi geschrieben. Das bedeutet Freiheit. Das ist sehr wichtig für mich, weil ich habe schon unter Krieg gelitten. Ich möchte in einem Land leben, wo Freiheit gibt und Toleranz. Hallo, ich heiße Victoria, ich komme aus Russland und ich möchte Architektur an der TU studieren. An dem Plakat habe ich das Wort Friede, auf Russisch Mir, geschrieben. Es bedeutet wirklich viel für mich, weil alle Menschen wohnen in einer Welt. Wir müssen sehr lieb zueinander sein. Liebe auch bedeutet Friede. Hallo, ich heiße Nderim, ich komme aus dem Kosovo. Hier in Wien möchte ich Psychologie studieren. Ich habe auf der Plakat Raise Your Voice geschrieben. Ich meine, dass vielleicht wir nicht die Kriege verhindern können, aber vielleicht jemand kann unsere Stimme hören. Ja, hallo, ich heiße Saidi Hussein, ich komme aus dem Irak. Ich bin 27 Jahre alt. Vielen, vielen Dank für Österreich. Wir sind Menschen, wir sind gemeinsam stärker als alleine. Wir müssen den Respekt, die andere Religion auch. Wir sind hier und wir schaffen das, wenn wir zusammen sind. Ich glaube, es gibt überall schlechte Leute und gute Leute. Und muss man die anderen verstehen. Wir sind jetzt weit weg. Wir können zusammen weitergehen. Ich fühle mich hier besser als meine Heimat. Ich habe meine Freiheit hier gefunden. Ich bin Assad Ubidat. Ich komme aus Palästina. Ich bin geboren in Syrien. Ich wünsche alles Gute zum Syrien und Palästina auch. Ich heiße Biti Mubanga, ich komme aus Sambia. Ich möchte Afrikawissenschaft an der Universität Wien studieren. Und auf dem Plakat, ich habe ein Sage gemalt, und das ist Say No to Silence. Das bedeutet so viel für mich, Gerechtigkeit und Frieden und Freiheit und so. Ja, das ist für mich besonders wichtig. Es geht hier um das Projekt Offene Burg, und zwar in Zusammenarbeit mit dem Vorstudienlehrgang, das heißt mit Studierenden am Vorstudienlehrgang. Als Leiterin des Vorstudienlehrgangs bin ich wirklich sehr, sehr glücklich darüber, dass das geklappt hat, dass das überhaupt zustande gekommen ist. Es kommt jetzt dann der Marsch sozusagen zur Burg, damit die offene Burg auch die wirkliche Burg im Hintergrund hat.